Eilig hatte es der Bundestagsabgeordnete Stefan Stracke heute Morgen. Kein Wunder, warteten in der Sebastian-Lotzer-Realschule in Memmingen rund 150 Schüler auf den Politiker. Zum sechsten Mal fand an diesem 14. Mai deutschlandweit der EU-Projekttag statt. Das Ziel der Aktion, Schülern die Europäische Union näher zu bringen. Deutlich zu machen, dass Europa jeden angeht, dass das unmittelbare Wirkungen auf uns hat. Beispielsweise unsere gemeinsame Währung. Oder wenn es um die Krankenversicherung beispielsweise geht, wenn ich ins Ausland fahre, dass ich da auch Krankenversicherungsschutz habe. Oder wenn es um Handy geht. Also dann sieht man, Europa wirkt direkt auf den Einzelnen hinunter und hat Bedeutung für uns und wie wir das dann auch politisch gestalten. So wie die Zehntklässler der Sebastian-Lotzer-Realschule bekamen heute im ganzen Land viele Schüler Besuch von Politikern aus dem Deutschen Bundestag, dem Europäischen Parlament oder den Landtagen. Angela Merkel hatte den Projekttag 2007 zum ersten Mal ins Leben gerufen. Seitdem wird fleißig diskutiert. Über die EU, ihre wirtschaftlichen und politischen Chancen, aber natürlich auch über ihre Krisen. Und zur Sprache kam heute alles, was die Jugendlichen beschäftigt. Was hat der Euro für einen Wert? Das ist natürlich etwas, was die Schüler schon selber auch massiv mitbekommen. Und Politik ist ja oft etwas, was sie nur über die Medien erfahren. Und wenn man jetzt natürlich die Möglichkeit hat, mal so eine Person wie Herrn Stracke selber live vor sich zu haben, dann ist das natürlich ein tolles Erlebnis für die Schüler. Und das ist auch das, wo sie dann eigentlich merken, dass auch Menschen hinter der Politik stehen. Und solche Menschen kann man auch fragen. Und das durften die Schüler dann auch ausgiebig in der Diskussionsrunde. Was verändert sich durch den neuen französischen Präsidenten François Hollande? Und wie viele Staaten sollen noch der EU beitreten? Stefan Stracke gab bereitwillig zu allem ein Statement, auch zu seiner persönlichen Motivation und zu seinem Werdegang. Dass die Zehntklässler durchaus politisch auf dem Laufenden sind, das zeigten auch ihre Fragen zur gestrigen Wahl in Nordrhein-Westfalen. So entstand eine lebhafte Diskussion mit vielen Themenwechseln. Auch nach der Veranstaltung wurde der Bundestagsabgeordnete von wissbegierigen Schülern weiter in Beschlag genommen. So viel Interesse, für die Verantwortlichen ein echter Erfolg. Ja, natürlich bin ich stolz darauf, dass die Schüler aktiv mitgemacht haben. Und das liegt aber natürlich auch an der Person, die vorne steht. Und wenn die es schafft, das Ganze lebendig und unterhaltsam und spannend zu machen, dann sind die Schüler natürlich auch gut dabei. Also zum einen habe ich schon gemerkt, dass sich die Schülerinnen und Schüler wirklich reingefuchst haben in das Thema Europa. Also sich wirklich sehr, sehr gut vorbereitet. Und da merkt man dann schon, okay, da muss man dann schon dagegen halten und das gut rüberbringen. Und also das war gut. Nach knapp 2 Stunden war es für Stefan Stracke dann wieder Zeit, sich auf den Weg zu machen. Denn in Kaufbeuren und Hohenschwangau warteten noch mehr Schüler darauf, den Abgeordneten über die Europäische Union zu löchern.